Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2, heute am 2. Advent. Wir sind heute auf Krummenabs 2019 unterwegs und machen den Weihnachtsmarkt-Shuttle von Haar Productions mit dem MAN New Line City. Und nachdem es auch schneit und ziemlich kalt ist, schmeißen wir mal auf jeden Fall die. So. Ich muss einmal ganz kurz den Fahrplan annehmen. Wir fahren hier vom Stadtgarten in 10 Minuten ab. Dann über den Hauptbahnhof und wieder zurück zum Stadtgarten. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich überhaupt hier die Route dafür finde. Ah, okay. Sehr gutes Mittel. Das ist doch. Haben wir schon. Dann einmal noch Fahrgast. Gut, dann fahren wir die erste Stadt. Ja. Können wir auch machen. Okay, dann fahren wir die erste Station scheinbar leer. Ach so, hier links rum. Bremsen. Dieser Bus fährt sich bei Schnee echt nicht gerade angenehm. Muss man einfach mal so sagen. Ach so, hier ist der Start. Stimmt, da drüben ist ja nur die Endhaltestelle. Stimmt, da war ja was. Der Weihnachtsshuttle ist, soweit ich weiß, auch aus dem letzten Jahr aus dem Adventskalender, beziehungsweise noch vor dem Adventskalender. Das wäre auch noch, also wenn ihr, gut, der zweite Advent, das ist schon der 5.12. prinzipiell, wenn ihr das Video sehen könnt. Aber wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut unbedingt noch in den Webdesk-Adventskalender. Da kommt wirklich immer eigentlich ganz schöner Kram, der sich eigentlich schon lohnt. Ja. Und es ist halt trotzdem irgendwie schön. Die Community macht was für die Community. Ja, also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von diesem Adventskalender. Wer weiß, vielleicht habe ich dieses Jahr auch hier auch mitgewirkt. Moin, moin. Eine Tageskarte bitte. Tageskarte. Moin, moin. Moin. Eine Fahrkarte das bitte. heiß hier. Können Sie nicht mal ein bisschen kühler machen? Weil es im Bus so warm ist? Am 19. Okay. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Regeltarif. Entschuldigung. Ja. Einmal Hallo. Kurzstrecke bitte. Servus. Ich Servus. bräuchte eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Tageskarte. Und eins. Mein Gott, steigt halt mal bitte ein. Eine normale Fahrkarte bitte. Dankeschön. Bitte schön. Hallo. Hallo. Einen Servus. normalen Fahrschein bitte. Hallo. Hätte fast einen Gelenkbus nehmen Servus. sollen. Wahrscheinlich ist der komplette Bus ausgekippt.
So. Was habe ich berührt? Ich habe nämlich Kollisionen an, aber ich habe doch gar nichts berührt. Aber das... Da komme ich so nicht rum. Die Innenstadt von Krummenab ist sehr eng. Oh. Oh, da lei. Dann einmal Nachricht. Ich verlinke euch den Mod auch mal in der Videobeschreibung. Lauf ruhig über die Straße, ich hab's nicht eilig. Geht's noch? Oh, okay. Wie soll denn das gehen? Eieiei, ist das eng. Schauen uns gleich auf dem Rückweg den Weihnachtsmarkt noch mal genauer an. Ich will jetzt nur gerade erstmal kurz wieder ein bisschen Verspätung reinfahren. Mit Warnblinker. Okay, Bus ist gut, ist gut. Weiter geht's. Das ist glatt. Ja, wie es dieses Jahr mit Schnee und Weihnachten aussieht, weiß noch keiner. Ich bin gespannt, wie das ja wird und auch mit Corona. Ich meine, in echt sind ja alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Leider. Finde ich persönlich ziemlich schade. Was ich im Gegenteil nicht so schade finde, ist, dass wir hier kein wenig KI-Verkehr haben. Wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann, Mann, Mann. Krummenab mit Kollision hätte ich wissen können, das ist keine gute Idee. Ach, hier halte ich nicht. Okay. Haben wir alle nicht gesehen. Hätte wissen müssen, Krummenappen Kollision, das wird nichts. So. Eieiei. Hallo. Servus. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Schön, dass du eine Kurzstrecke brauchst. Dankeschön. Bitteschön. Hallo, ich brauche eine Fahrkarte. Das ist schön. Dankeschön. Bitteschön. Moritzplatz. Einmal hier rum.
Und jetzt mal wieder nach rechts. Wenn wir uns an meine D41 mit dem Scania Citywide erinnern. Das war der Horror, der blanke Horror. Bin ich hier mit dem Gelenkbus bin durchgefahren. Ich verlinke euch das Video jetzt rechts oben in der Infokarte einmal. Genauso wie den Adventskalender. Den Link zur Mod. Genau. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Hallo. Einmal Kurzstrecke bitte. Danke. Bitte. Servus. Guten Tag. Ich deaktiviere mal die Start-Stopp-Automatik. Das ist die Heizung. Auf geht's, da sind wir auch gleich schon im Hauptbahnhof. Ja, wir gleich schon im Hauptbahnhof. Was kommt uns hier entgegen? D43. Fahren wir einmal bis zum Hauptbahnhof. Überall. Dafür eignet sich Krummenab eigentlich echt ganz gut, anstatt für so einen Weihnachtsmarkt-Shuttle. Weil der Weg zum Hauptbahnhof nicht ganz so weit ist und doch echt ganz schön, ja, in sich der Kasse, kann man das so sagen. Die Innenstadt ist dafür eigentlich ganz gut, wegen den ganzen engen Straßen und kleinen Plätzen. Ein bisschen zügig. Gerade für den doch etwas verlängerten Bremsweg durch den Schnee. Da sollte man seine Geschwindigkeit doch den Umweltverhältnissen anpassen. Ah, dann sind wir jetzt auch schon am Hauptbahnhof. Vorne kann man ihn schon erahnen. Bremsen. Wenden wir jetzt denn hier? Ja, oben sieht bei Schnee schon eigentlich immer ganz schön. Nur ist halt meine Rutsche halt echt sehr, sehr, sehr krass. Grün. Auf geht's. Uiuiuiui. Wir müssen hier links in die Busspur rein. Jetzt einmal geradeaus. Hier vorne links. Rum. Und dann nach vorne müsste ich jetzt irgendwo unsere Ersatzhaltestelle stehen. Ja, da ganz vorne. Hier steht sie doch. Lass mal vorne noch zu. So. Damit der Bus möglichst warm bleibt. Hallo. Einen Einzelfahrschein bitte. Danke. Bitte. Hallo, ich brauche eine Fahrkarte.
Ja. Also Sie haben doch so viel Kleingeld, oder? Da war ich etwas zu hastig. Es gibt doch hier so eine tolle Sicht dafür. Geld, dass du zu viel hast. Und jetzt geht es wieder. Ja. Das ist noch. Einmal hier. Wir machen uns auf den Rückweg in die Stadt. Weihnachtsmarkt. Okay. Eieiei. Was wünscht ihr so zu Weihnachten? Dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und was denkt ihr, was ist alles so Schönes dieses Jahr im Umsi-Webdesk-Kalender noch so drin? Gebt mal eure Vermutungen mit ab. Was ihr denkt, was es noch in den Adventskalender geschafft hat. Schon wieder ein bisschen zu. Was macht ihr hier vorne? Und dann hier vorbei. Also bei Schnee brauchst du echt einen ruhigen Bremspedal. Wir fahren den Shuttle wieder. Stadt zurück. Weihnachtsshuttle. Also diese Kurve ist auch irgendwie blöd, weil die so geschwungen ist. Welser Platz. Oh, wir haben eine Ansage. Gefahren. Boah, sind sie mal auf, wie sie fahren. Das ist ja unglaublich. Bordstein. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Und rum. Und wir halten mal mit Warn. Ja. Ich hätte gern einmal mal einen Fahrschein. Fahrschein im Bild. Ich wollte gerade einen Thumbnail machen. Obwohl, das machen wir lieber vorne am Weihnachtsmarkt. Hallo. Einmal Normaltarif, bitte. Dankeschön. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Haben Sie vielleicht auch Scheine dafür? Nee, habe ich nicht. Da vorne kommt jetzt meine Lieblingskurve. Steinplatz. Wie sieht es eigentlich verspätungsmäßig aus? Ja, wir sind fast noch pünktlich. Aber pünktlich bleiben ist bei den Straßen echt schwer. Hier fahren wir durch.
Link. Eieiei. Und davor dein Platz. Jetzt auch schon gar keine mehr mit, weil wir da vorne. Auch schon wieder an unserer Endstation sind. Da vorne ist jetzt auch schon wieder der Weihnachts. Altes Rathaus. Ihn schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz an. So, wir machen mal hier vor ein Thumbnail. Bleiben wir schon aus. So, perfekt. Da wieder an. Mensch, das ist schon schön. Also, da kannst du nichts sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich den Shuttle hier letztes Jahr noch nicht gefahren bin. Irgendwie. Ich hatte den noch in Erinnerung, dass es den gibt, aber mir nie installiert. Aber hey, ist gut, dass Weihnachten ja jedes Jahr wiederkommt. Auch wenn halt dieses Jahr durch Corona wieder etwas anders, als wir alle erhofft haben. Stadtgarten. Bitte beachten Sie, diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So, einmal runter und jetzt auf geht's. Endhaltestelle. Mal ein bisschen Verspätung reinholen. Hey. Alles pünktlich. Hier und jetzt habe ich nicht mal Pause. Schön. Gut, aber ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns im Laufe der nächsten Woche in einer neuen Folge. Mal schauen, was ich da noch mal fahre. Dann wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Advent. Eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.